Für die meisten Menschen ist der Supermond ein Fest, ein spiritueller Höhepunkt. Aber niemand spricht über die versteckten Gefahren, die unter der Oberfläche lauern. Die Wahrheit ist, dass der Supermond alles verstärkt. Ihre Gedanken, Handlungen und vor allem Fehler. Wenn Sie nicht aufpassen, kann dieses Mondereignis Sie zurückwerfen, anstatt Sie voranzubringen. Bevor Sie also dem allgemeinen Hype nachgeben, sollten Sie eines verstehen. Der Supermond ist nicht das magische Werkzeug, für das ihn alle halten. Tatsächlich kann er eine spirituelle Falle sein. Und viele der Dinge, die Sie jetzt tun werden, können Ihr Wachstum blockieren. Bleiben Sie dran, denn was Sie morgen nicht tun, wird sich als weitaus wichtiger erweisen als das, was Sie glauben, tun zu müssen. Sie haben es wahrscheinlich schon 100-mal gehört. Der Vollmond ist perfekt für die Verwirklichung von Träumen, die Anziehung von Reichtum oder Liebe. Aber was Ihnen niemand sagt, wenn Sie sich zu sehr mit der Verwirklichung Ihrer Wünsche beschäftigen, verschwenden Sie eigentlich Ihre Energie. Die Kraft des Supermonds ist großartig, daran besteht kein Zweifel. Aber der Versuch, Dinge zu verwirklichen, ist wie das Schwimmen gegen den Strom. Je mehr du dich anstrengst, desto weiter entfernt scheinen deine Wünsche zu sein. Die Besessenheit von der Manifestation ist eine spirituelle Falle, die sich als Fortschritt tarnt. Wenn du deine ganze Aufmerksamkeit darauf richtest, etwas unter einem Supermond zu manifestieren, fällst du in einen Zustand der Verzweiflung. Und Verzweiflung ist kein Magnet für das, was du willst. Sie ist ein Abstoßungsmittel. Je mehr du jagst, desto mehr signalisierst du dem Universum, dass dir fehlt, was du erreichen willst. Und Mangel erzeugt mehr Mangel. Anstatt dich mit Manifestationsritualen zu erschöpfen, solltest du einen Schritt zurücktreten und in dich hineinschauen. Welche inneren Blockaden tragen sie in sich, die vielleicht den natürlichen Fluss ihrer Wünsche verhindern? Denn ohne diese Blockaden zu beseitigen, wird ihnen keine noch so große Menge an Mondenergie das bringen, was sie sich wünschen. Der Supermond vergrößert alles, auch ihre Verzweiflung. Wenn du merkst, dass du dich bei dem Versuch, morgen etwas zu manifestieren, verzettelst, stelle dir diese Frage. Handelst du aus einem Gefühl des Vertrauens heraus oder versuchst du verzweifelt, das Ergebnis zu kontrollieren? Das ist ein großer Unterschied und letzteres ist ein sehr antispirituelles Denken. Denken Sie daran, Ihre Energie sollte sich auf die Reinigung konzentrieren, nicht auf das Jagen. Wir alle wissen, dass ein Vollmond, vor allem ein Supermond, Emotionen wecken kann wie eine Welle des Meeres. Aber hier ist die Sache. Nur weil die Emotionen erhöht sind, heißt das nicht, dass man ihnen freien Lauf lassen sollte. In dieser Zeit, in emotionale Extreme zu verfallen, kann ihre geistige Klarheit ernsthaft stören. Emotionen sind Energie und der Supermond verstärkt sie. Aber das bedeutet nicht, dass sie dich kontrollieren sollten. Wenn du dich von deinen Gefühlen leiten lässt, verlierst du den Kontakt zu dir selbst. Sie verstricken sich in das Monddrama, in dem sie reagieren, anstatt zu reflektieren. Emotionale Spitzen mögen aufregend erscheinen, aber es ist eine Falle, die uns vom geistigen Gleichgewicht wegführt. Erinnern Sie sich daran, dass der Supermond zwar Ihren emotionalen Zustand verstärken kann, Sie aber immer noch die Macht haben, diese Energien weise zu steuern. Was passiert, wenn Sie sich von Ihren Gefühlen beherrschen lassen? Du verlierst deine Erdung und damit deine Fähigkeit, spirituell fundierte Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie nicht zu, dass dieses Mondereignis zu einem Gefühlschaos wird. Der eigentliche Test ist, ob Sie Ihre Emotionen beobachten können, ohne an ihnen zu hängen. Können Sie die erhöhte Energie spüren, ohne sich von ihr überwältigen zu lassen? Bleiben Sie im Sturm zentriert oder Sie riskieren, die geistige Stabilität zu verlieren. Der Schlüssel ist Achtsamkeit. Beobachten Sie Ihre Gefühle, erkennen Sie sie an, aber lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihr Handeln bestimmen.
Emotionale Reaktionen während eines Supermonds sind ein sicherer Weg, um den geistigen Halt zu verlieren. Und wenn man einmal überwältigt ist, ist es schwer, das Gleichgewicht wiederzufinden. Wenn du in einer Schleife aus Selbstzweifeln, Angst oder niedrig schwingendem Denken steckst, wird der Supermond diese Energie maximal verstärken und plötzlich wird aus einem kleinen Zweifel eine überwältigende Welle der Negativität, die deinen spirituellen Fortschritt zum Entgleisen bringen kann. Die Energie, die sie tanken, ist die Energie, die sie erleben werden. Wähle weise. Das gilt nicht nur für das Vermeiden negativer Situationen oder Menschen, sondern auch für die Energie, die sie mit ihren Gedanken erzeugen. Denken Sie zwanghaft darüber nach, was alles schiefgehen könnte? Konzentrieren Sie sich oft auf das, was Sie nicht haben? In der Supermondenergie ist jeder negative Gedanke wie Benzin für ein Feuer. Er wächst, breitet sich aus und verzehrt. Anstatt in diese antispirituelle Falle zu tappen, ändern Sie Ihren Fokus. Achtsamkeit ist zu dieser Zeit Ihr bester Verbündeter. Wenn Sie merken, dass Sie in Angst oder Zweifel versinken, fragen Sie sich, was tanke ich gerade? Wenn die Antwort Negativität ist, halten Sie inne und lenken Sie um. Dankbarkeit und Liebe zu praktizieren ist nicht nur ein Klischee, sondern ein wirkungsvolles Mittel, um der Zunahme negativer Energie unter dem Supermond entgegenzuwirken. Konzentrieren Sie sich auf höhere Absichten und positive Gedanken und Sie werden sehen, wie sich diese Energie vervielfacht. Der Supermond reflektiert, was Sie ausstrahlen. Wenn Sie Frieden wollen, strahlen Sie Frieden aus. Wenn Sie Chaos wollen, braucht der Supermond kein Spektakel. Wenn du mehr Zeit damit verbringst, deinen Altar aufzustellen, als über deine Seele nachzudenken, verpasst du das Ziel. Die Kraft des Supermonds kommt nicht von außen, sie kommt aus deinem Inneren. Einfachheit ist zu dieser Zeit der Schlüssel. Vergessen Sie die langen Zeremonien und konzentrieren Sie sich auf die stille innere Einkehr. Stellen Sie sich tiefere Fragen. Was muss ich loslassen? Welche Teile meiner selbst verstecke ich noch? Die Energie des Supermonds wird dich in diesem Prozess unterstützen, aber sie wird dir die Arbeit nicht abnehmen. Echtes spirituelles Wachstum entsteht durch ein inneres Ritual, das dich mit deinem höheren Selbst in Einklang bringt. Der Supermond ist ein kosmischer Spiegel. Was wollen Sie reflektiert sehen? Der Supermond ist eine Zeit der tiefen Selbstbeobachtung, nicht der sozialen Ablenkung. Bei kosmischen Ereignissen wie dem Supermond gibt es ein unwiderstehliches Verlangen, sich zu verbinden, zu feiern und in die kollektive Energie einzutauchen. Das Problem dabei ist jedoch, je mehr man sich auf diese äußeren Situationen einlässt, desto mehr entfernt man sich von seinem eigenen spirituellen Weg. Wenn du während des Supermonds mit vielen Menschen zusammen bist, kann das deine Energie zerstreuen und deine innere Klarheit blockieren. Der Supermond ist ein Energieverstärker. Er verstärkt alles, auch die Energien der Umgebung. Wenn du dich also mit Menschen umgibst, die voller Chaos, emotional instabil oder einfach nur ablenkend sind, wird ihre Energie auf dich zurückstrahlen und dich geistig erschöpft und zerstreut zurücklassen. Du hast vielleicht das Gefühl, dass du mit jemandem in Verbindung stehst, aber in Wirklichkeit verschwimmt dein spiritueller Fokus. Sogar die sozialen Medien können dich in diese Falle locken. Es ist leicht, sich im Scrollen durch Beiträge zu verlieren, in denen man sich mit anderen vergleicht. Die soziale Energie kann während des Supermonds wie ein Sumpf sein. Sie zieht sie nach unten, entzieht ihnen die Konzentration und lässt sie verloren zurück. Nutzen Sie stattdessen die Gelegenheit, Raum für Selbstbeobachtung zu schaffen. In der Stille des Supermonds spricht Ihre Seele am lautesten. Für viele Menschen ist Stille ein unangenehmer Zustand, vor allem während des Supermonds, wenn die Emotionen hochkochen und die Energien intensiv sind. In der Stille kommt alles, was du bisher vermieden hast, an die Oberfläche.
Deshalb suchen viele von uns nach Ablenkung. Wir füllen die Stille mit Lärm, sei es, dass wir durch die sozialen Medien scrollen, Fernsehserien schauen oder ständig die Gesellschaft anderer suchen. Aber hier ist die Wahrheit. Die Vermeidung von Stille ist ein antispirituelles Verhalten, das ihr wahres Wachstum blockiert. Es hält sie davon ab, sich dem zu stellen, was sie wirklich verarbeiten müssen. Die Stille ist der Ort, an dem sich die Wahrheit befindet. Wenn du sie meidest, meidest du dich selbst. Der Supermond ist die perfekte Zeit, um diese Stille zu umarmen. Die Energie ist stark und in dieser Stille erhält deine Seele Raum, um zu sprechen. Es ist nicht leicht, mit sich selbst und seinen Gedanken allein zu sein. Hören Sie auf, im Außen nach Antworten zu suchen. Die Kraft liegt in Ihnen selbst. Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass das Universum Ihnen während eines kraftvollen kosmischen Ereignisses wie dem Supermond lebensverändernde Offenbarungen zukommen lässt. Die Menschen stürzen sich auf Tarotkarten, astrologische Horoskope und spirituelle Lesungen in der Hoffnung, dass der Kosmos ihnen den Weg zu den Antworten zeigt, die sie in sich selbst zu suchen fürchten. Aber hier ist die Wahrheit. Der Supermond wird ihnen nichts zeigen, was sie nicht schon in sich tragen. Die Suche nach äußerer Bestätigung während eines Supermonds schwächt ihre Verbindung zu ihrer inneren Wahrheit. Es ist sehr verlockend, Klarheit im Außen zu suchen, vor allem, wenn die Energie intensiv und überwältigend zu sein scheint. Aber wenn man sich zu sehr auf äußere Quellen verlässt, seien es spirituelle Werkzeuge, Ratschläge von anderen oder sogar kosmische Zeichen, entfernt man sich immer weiter von seinem eigenen inneren Wissen. Der Supermond stärkt ihre Intuition, aber nur, wenn sie sich auf sie einlassen können. Wenn sie ständig in der Außenwelt nach Antworten suchen, verpassen sie eine Gelegenheit, ihre Verbindung zu ihrer eigenen inneren Führung zu stärken. Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass diese Suche nach äußerer Bestätigung zu spiritueller Abhängigkeit führen kann. Wenn sie sich ausschließlich auf Tarotkarten, Mondvorhersagen oder andere Hilfsmittel verlassen, geben sie tatsächlich ihre Macht ab. Man beginnt zu glauben, dass die Antworten irgendwo da draußen zu finden sind, obwohl sie in Wirklichkeit schon immer in einem selbst lagen. Der Supermond wird dir nicht die Antworten geben, die du suchst. Er wird nur die Wahrheiten widerspiegeln, die du bisher vermieden hast. Dieser Supermond ist eine Einladung, in dich zu gehen und darauf zu vertrauen, dass die Weisheit, die du brauchst, bereits in dir ist und darauf wartet, offenbar zu werden. Anstatt im Außen nach Bestätigung zu suchen, nutze diese Zeit, um deine Intuition zu stärken. Meditiere, denke nach und lausche auf leise Hinweise deines höheren Selbst. Wenn sie immer noch zuschauen, möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat und Sie mehr sehen möchten, dann klicken Sie bitte auf die Schaltfläche Abonnieren. Wir wissen Ihre Unterstützung sehr zu schätzen. Teilen Sie Ihre Erfahrungen oder Gedanken in den Kommentaren unten mit. Bis zum nächsten Mal, passen Sie auf sich auf und abonnieren Sie weitere inspirierende Inhalte.